aus meiner Sicht eine überaus erfolgreiche Saison. Es ist unglaublich, was wir in diesem Jahr erreicht haben. Ich persönlich habe 20 Jahre Rennsport gemacht. Ich weiß, was es bedeutet, unter Hochdruck sehr, sehr schnell und effizient zu entwickeln. Da haben wir natürlich mehr Gegenstimmen gehabt, dass es niemals funktionieren wird, dass man DTM fahren kann mit Stevie Weyer. Je größer der Druck war ich bei mir, je größer war meine Motivation, das wollte ich durchziehen. Well done to you though, Maximilian Boot. Great effort, first DTM podium in the Bucha Motorsport Mercedes. Ja, ich fühle mich gut, weil natürlich das Team extrem viel Arbeit reingesteckt hat, genauso wie Schaeffler, Parawan über das ganze Jahr hinweg sehr viel Arbeit in die Weiterentwicklung von der Lenkung gesteckt hat, was sich jetzt am Ende auszahlt. Wir haben gelernt, wie wir dieses Gefühl, das der Fahrer hat, transportieren in Form von Daten. Und das ist letztendlich eine der größten Errungenschaften dieses Jahres. Viele haben ja noch gar nicht kapiert, was wir hier eigentlich tun. Die denken, wir fahren Stevie Weyer und wir fahren halt ohne Lenksäule. Aber im Prinzip sind wir ja das Big Data. Wir holen praktisch die Daten. Wir sind mit Hochdruck dran an der Weiterentwicklung. Es ist im Rennsport eigentlich immer so. Nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Und das ist ja gerade deshalb, warum wir Rennsport machen. Wir haben große Pläne für nächstes Jahr. Wir revolutionieren dadurch die gesamte Fahrzeugindustrie. Und da sind wir natürlich schon stolz. Da sind wir weltweit einzigartig. Also wir in Deutschland sind schon die Vorreiter.